Es geht um die Schreiviecher. Ja, alles, alles einsammeln. So. Oh. Ach so. Ich dachte, da passiert irgendwas Schlimmes, aber okay. Die nerven die Viecher. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Da ist irgendwie noch gar nichts. Aber jetzt kann ich mich hier frei bewegen. Und genau das wollte ich auch erreichen. Hoppala, das haben wir schon. Bin der Randale Mike. Schön habe ich das gemacht. Da oben ist ein goldener Stein. Ich weiß nicht, wie ich den bekomme. So, Regal einmal drehen, das kennen wir schon. So much money in the bank. Da oben ist eine blaue Münze, die hätte ich ehrlich gesagt auch gern. Aber ich weiß nicht, wie ich sie bekomme. Vielleicht einfach da hochhupfen. Ja, einfach hochhupfen. Nice. Da ist auch was Blaues. Boah, was geht? Boah, Helikopterblume. Die sind einfach mal irgendwo im Nirvana gelandet, wie so oft schon. Da ist dieser komische Roboter. Der ist dann einfach immer noch da. Der repariert das da und macht dann da Blümchen. So. Explodiert und gibt mir Sachen. Freut mich. Das nenne ich Freundschaft. Kaputt gehen und mir Sachen hinterlassen. Mechanische Blume. Okay, okay. Okay, okay, die drehen sich da jetzt einfach anscheinend unendlich lang. Da habe ich was kaputt geschossen, das ich vorher noch nicht gesehen habe. Da auch. Bing, bing. Aha, aha. Jetzt haben wir hier bald alles erledigt, was mit kaputt machen möglich ist. Hoppala. Bei der Frau muss ich aufpassen. Ja, genau. Die macht mir nämlich Feuer unterm Arsch. Geh halt weg, du hässlicher Schüler. So, jetzt pass mal auf. Ich weiß nicht, warum sich das jetzt dreht, aber es dreht sich. So, das heißt, ich pflanze dich jetzt mal ein, dass du weg bist. So, einer weg. Da ist der nächste. Hallo? Oh, unbesiegbare Blume. So, du kommst dann da rein. Ja, freu dich. Blümchen. Wie komme ich denn da hoch? Mal im Ernst, vielleicht hier so? Haha! Na also! Gut, dass ich das jetzt nicht vergessen habe. Aber du bist der Letzte, komm her! Und rein da!
fertig. Ja! Umgang. Ah, Alraunen hießen sie. Jetzt. Rätsel gelöst. Aber das wusste ich vorher schon, wie das geht. Das habe ich ja schon gemacht. Geh doch! Oh, wir sind so gut. Schnell und effizient, wie wir das Ganze hier machen. So, hier ist alles soweit. Da ist der Geist. Was macht er da so? Hallo? Da sollen wir lang gehen. Das machen wir. Ah, ja, nee, ich kann da nicht viel mehr machen. Ich habe ja nur den Umgang mit Alraunen gelernt. Sonst habe ich ja nichts noch. Da steht ja auch einmal einer. Der war sonst nicht da. Hier, glaube ich, fehlt uns noch eine Fackel, wenn ich mich nicht irre. Da war irgendwas. Und da war ich auch noch nicht oben. Wie auch immer ich da hochkommen kann. Ah! Die mächtige Alraune. Muss ich einen Kleiderschrank finden? Der ist da oben. Den habe ich jetzt sogar schon gefunden. Ach, danke schön. Sehr freundlich. Fackel? 6 von 8. Alles anschauen, aktivieren und machen und tun. Dankeschön, sehr freundlich. Das ist. Geht das so? Ah. Okay. Schau mal, was hier. Dass einer eskaliert. Ganz normal. Es gibt immer einen Verrückten in der Gruppe. Hier bitte, das da und das da. Und dann wollen wir. Wo es da wohl hingeht? Egal, finden wir schon noch raus. Hier, da ist der Fotograf schon wieder. Der Leroy Jenkins, hätte ich fast gesagt. Da ist ein Allrounding-Glas. Wo ist der Topf? Da oben. Aha. So, das machen wir kaputt. 1 von 6. Hä, sollen hier jetzt 6 solche Gläser sein, oder was? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Habe ich gar nicht gesehen, dass da so viele sind. Da ist auf jeden Fall was im Regal. Vielleicht zählt das auch. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch jetzt zu einfach gewesen. Aber da waren doch keine 6 Gläser. Du willst mich doch verschaukeln hier. So, schauen wir mal, ob wir überhaupt noch irgendeins finden. Aber für 6 Gläser ist das hier doch ein bisschen karg eingerichtet, hätte ich jetzt mal behauptet. Aber das ist wahrscheinlich... Ja, das wird raumübergreifend sein. Vermutlich. Dann gehen wir mal da hoch und machen jetzt das Gläslein da butt. Boah! Ja, genau! Fall nach unten, dass ich die nicht einsammeln kann. Weg da! Blöder Junge, du bist voll im Weg, Mann! Oh. Weißt du, leide doch woanders. Ach scheiße, der lockert. Ja, auf den habe ich ja gar keinen Bock. So ein Schwätzer. So. Ja, ja, hau ab, komm. So, aber hier dunkle Künste, aber der kann ja nichts, das ist das Problem. 4 von 6. 5 von 6. Könnte da jetzt noch irgendwo die Nummer 6 von 6 sein? Wäre das möglich? Da ist auf jeden Fall nichts mehr.
Hm. Fehlt noch ein so ein Glas. Ah! So, einpflanzen. Na also, geht doch. Gib mir das. Ernie McMillan. McMillan sagt mir jetzt so auf Anhieb erstmal nicht wirklich was. Sieben von acht. Das ist dann gleich das nächste, das wir quasi freischalten. Da, jetzt hat. So, jetzt können wir auch das da mal einsammeln, hoffe ich. Ups, eigentlich wollte ich nicht runterfallen, aber gut. Und hier, das da müssen wir noch machen. Das wird ein H für Harry. Harry Flopper. So. Und das letzte Stück. Hä? Das war's. Ach, das kann ich nicht kaputt machen. Ah, Mann. Komm, Banause, bring mir was bei. Schönling. Ach genau, jetzt endlich kann ich dann die Viecher da mal beseitigen. Mit dem Blubberblasen. Der ist so unfähig, der Mann. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Radladadadadadadada. Flatter, 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 flatter. Pum. So, alle Viecher einfangen, lautet die Mission. Immobulus heißt der Zauber. Aha, und die Viecher heißen Wichtel. Kann ich mir eh nicht merken. Ich nehme sie weiter. Irgendwelche Viecher, was mir gerade einfällt. Da hängen halt Bilder von... Oh, der ist so eingebildet. Ich hasse sowas. Warum sind manche Menschen nur so sehr von sich überzeugt? Das ist unglaublich. Da, 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 da. Alles einsammeln, Freunde. Haha. Ich kann mir selber helfen. Na, 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 na. Würde ihn mir am liebsten alleine lassen mit den Vier, weil verdient hat er's. Wer die Geschichte kennt, es ist einer der größten Pissbirnen in der gesamten Harry Potter Geschichte. Schlimmer ist eigentlich nur noch die Umbridge, finde ich, meiner Meinung nach. So, wie kriege ich das da oben denn? Okay, das sehen wir dann schon. Ach so, hier, wenn ich natürlich den Zauber nicht ausgewählt habe, kann ich natürlich auch kein Lämpchen aktivieren. Nein. Hä? Muss ich das von da oben machen? Hä? Sag mal, kein Narr! What?
Schön. Voll genatzt. Sauber, Harry, sauber. Da ist wieder was nur mit böser Magie. Ein flatterndes Buch. So, jetzt mache ich mich mal drauf, die Viecher da zu fangen. Weil da... So. Hey, bravo, bravo. Lob an mich. Und noch mehr Viecher, war ja klar. Ich sortiere erstmal Bücher, nicht wahr? Weil das ist wirklich wichtig. Hier, keine Unordnung. Oh Mann, dass der immer Schüler abschießt, das ist so dumm. Was geht mit dem ab? Boah, er macht mir den Rambazamba. Genau, schieß immer den Schüler da unten ab. Fertig, Immobulus gelernt. Yeah, Stylo, Matico. Freestylo. Rakamakatan. Falls wer jemand das kennt, meine Wellenlänge. Fuigas! So, wo ist mein Geisterfreund? I follow you. Das sind halt Spinnen, die Sachen raustragen. Was ich nicht verstehe, ist die Zeichnung von dem alten Mann. Weil die so gar nichts zu tun hat mit der Geschichte, die da passiert. Das ist das, was ich da in dem Spiel jetzt überhaupt nicht kapiere. Aber wer der alte Mann sein soll? Soll das Dumbledore sein oder wer? Das ist das, was ich nicht verstehe. Das andere ist ja klar, das ist der Basilisk. Aber der Mann, das ist mir noch ein Rätsel. Jetzt komm, folge den Spinnen. 500 Geisterschatz, weil wir 500 Geisterstuts eingesammelt haben. Wir sind das Beste, was es gibt auf der Welt. Da ist ein Goblin, der rumfliegt. So weit, so gut. Da unten auch nochmal Goblin. Das heißt, aber wir können den Fühlsafttrank noch nicht benutzen. Weil wir doof sind. Und gießen. Da ist jetzt nur eine Pflanze gewachsen, die mir ein paar Münzen gibt, oder? Ja. Genau, das war der ganze Sinn dieser Aktion. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Alles gut, jetzt ist es weg. Oh Mann. So, den da für den Apfel. Aber der bringt uns ja nichts. So.
Let's have a look what happens now. Interessant. Da kommt ein bisschen mehr raus. Hier war kein fliegender Goblin, oder? Der irgendwas bringen würde. Nee, nur eine Alraune. Die wir aber schon mal eingepflanzt haben. Und das hat uns auch nichts gebracht. Okay. Na dann. Wieder rein ins Quidditch-Feld. Superman. Na, wenn wir jetzt nicht wieder in einem Quidditch-Level sind. Ja, sowas. Wer hätte das gedacht? War doch fast zu erwarten, dass wir da nicht nur einmal landen werden, ha? Diesmal aber gegen Dobby, den heftigsten Boss auf Erden. Weg da, Ron, du stehst halt einfach im Weg. Das ist tatsächlich eine Art Bosskampf, die hier gleich stattfindet, aber also wirklich auf Easy-Niveau. Da ist jetzt nichts Weltbewegendes dabei. Ha! So, hat das Ding dann reingeschossen. Whee! 1 von 4. Eine Banderole. Okay, das war so jetzt nicht geplant. Ach, du bist also wirklich... Alter, was ist denn in deinem Leben schiefgelaufen? So, gib mir die Münzen. So, genau, das wollte ich doch haben, mehr nicht. Macht der noch was? Nein, so. Dann jetzt. Los, bau mir eine Treppe oder sowas. Das war dann eher dieses oder sowas. Alter, da war noch was Goldenes. Ah, gut. Der Hagrid hüpft sich einen ab. Da ist er, der Dobby. Da müssen wir ihn jetzt das erste Mal attackieren. Dann flüchtet er und das müssen wir 5-mal machen. Ist im Endeffekt auch einfach nur ein Level. Mehr auch nicht. Seht ihr, ein Level ist schon weg. Jetzt kommt der nächste Bereich. Er schnipst und ist weg. Da, biong, Harry wird verfolgt. Los, Hagrid. Da sind die männlichen alten Cheerleader. Bekannt für ihren Tanzmove, den Old Man Style. Yeah. Den Arthritis-Tanz. Geht halt weg. Warum ist denn alles im Weg? Grupp 10 Mesen. Wie ich sowas hasse, wenn mir Figuren im Weg rumstehen. Nichts Schlimmeres als im Weg stehende Figuren. Hallo? Steh nicht so dumm rum, Mann. Da ist der Schnatz. Der ist wichtig für einen Harry. Sonst gewinnen wir ja nicht, wa? Oh, 3 von 4. Zeug, das da rumflackt. Mann. Nein, erst das. Gut so. So, jetzt das.
Wenn man bedenkt, dass der Dobby eigentlich gut ist, aber trotzdem Harry so dermaßen in Gefahr bringt. Und die sind einfach weg. So, erst darüber. Hallo? Okay. So, der spielt da ein bisschen Mucke für uns. Harten Freestyle-Jazz. Das ist der letzte. Da sind alle lauter Slytherins. Nein, nein. Ich möchte das. So, jetzt darfst du die Kugel da. Oder auch nicht. Da oben. Na los. Alter. Oh. Hat das gezählt? Man weiß es nicht. Da ist er wieder, der Dobby. Alles einsammeln, los! Bevor es verschwindet. Der steht da halt einfach, gell? Ist ihm voll egal, dass ich vor ihm rumlaufe. Weg da! Na! Jetzt versteckt er sich sogar schon. So ein Barzebub. Blau ist bei mir gelandet, wenn ich das gerade richtig sehe. Oh Gott, das kommt ja auch noch. Feuerkelch. Mit den Drachen. Eieiei. Das wird spaßig. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Einmal hier. Das Blaue ist einfach von oben erschienen. Ist egal, ich komme trotzdem hoch, glaube ich. Ja. Oder auch nicht. Doch. Los, meine Fangemeinde. Schön. Mangen denn die da? Ah, da brauche ich einen Slytherin. Habe ich nicht. Ich bin nämlich etwas Besseres. Verstehst du? So, das ist zum Hochhupfen. Bing, 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 bing. Ätzert. Hallo Brücke, die mich irgendwo hingeführt hat jetzt. Boah. Regen an Stutz und nochmal. Alles klar. Hoppala. Kannst du das da nicht kaputt machen? Nein? Anscheinend nicht. So. Was will er hier? Nochmal Slytherin. Ich bin aber kein Slytherin. Dann kann ich damit nicht dienen. Egal. Das bringt auch nichts da. Weil können wir nicht öffnen. So. Hallo. Ah, jetzt tut sich da was. Ah, aber das ist kein gutes Versteck, mein Freund. Wir haben dich durchschaut. Komm heraus, Bösewicht. Da war halt ein Kürbis drin. Bumm, gewonnen. Oh.
Schnatz in dir! Jawohl! Harry hat den Schnatz gefangen! Oh, jetzt kommt er, wo er den Knochen wegzaubert. Da ist gar nichts drin. Aber der Deckel war auch noch drauf. Das Level geht ja noch weiter. Alles klar. Okay, wie unerwartet. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, ja. Unerwartet, dass es hier... Oh, nein. Doch. Dobby! Der Hauself. Der noch nicht frei ist, aber bald. Sichtschutzwand ist Pflicht wegen DSGVO. Nutzen die Schüler erst im späteren Jahr erlernen, ja. Damit ist dann auch dieses silberne Zeug aufschießen gemeint. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal alles eingesammelt, nicht wahr? Madame Pommes Frites. Ja. Hoppala. Kurz gucken. Ist da jetzt noch irgendwas, was... Das da? Nein. Nein. Das da? Dann ist da doch ein Brett. Zack. So, da ist ein Schädel. Er hat den voll angegroovt. So. Ah, okay. Nein, da will ich doch noch gar nicht hin. Zurück. Bin ja hier noch lange fertig. So. Der ist da noch. Blöde Blume, Pflanzen, Alraunen, Kacke da. Da hinten ist der Schrank. Ich sollte die vielleicht mal entfernen, diese scheiß Alraune. Sonst werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr glücklich. Ist was zum... Kann ich mal einer nach oben zaubern, bitte? Wäre nett, wenn das mal jemand machen könnte. Der hat immer so eine... Ah! Alles klar. Ich hätte einfach nur die Bettdecke... Okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Fehler. So, Madame Pommes Frites. Ne, erstmal jetzt mal die Blume da weg. Die geht mir ja höllisch auf den Sack. Da ist noch eine Lampe. Habe ich die noch nicht aktiviert? Seltsam. Hätte schwören können. Boah, so.
Ah, da brauche ich wieder Madame Pommes Frites. Das kommt da rein. So, hier. Lumos Solos, Immobulus, Ridiculus. Das ist für die Truhen. Expecto Patrono. Oh. Reductio. Nein. Verwandlungskunst. Ah, Reductio ist der starke. Ezat! Geh mir mal nicht auf den Piss hier, du Jammerlappen. So. Elimination. Der Zauber ist einfach undefeatable. So. Da noch irgendwas, was ich dafür brauche? Halt. Nein, alles klar. Hermione. Warum auch immer, habe ich jetzt einfach mal so genommen. Setz dir dein Bluetooth-Headset auf. So, und jetzt kümmern wir uns um unsere schreiende Patientin da. Nein, du sollst es in die Hand nehmen. So, kurz gucken, ob da irgendwo ein Alraunenglas ist. Ja, doch, hier, siehst du. Zack. Gezählt wird nicht, das heißt, es gibt eine Anzahl, die ich nicht weiß davon. Natürlich steht da jetzt ein blöder Stuhl im Weg. Wie so oft. Stühle sind einfach immer da, wo sie nicht sein sollen in diesem Spiel. Noch mehr, noch mehr. Da ist noch eine. Das ist die letzte, oder? Das ist richtig sehe. Da ist noch was. Ha! Habe ich mir doch gedacht, dass ich dafür die Alraune brauche. Und jetzt ist doch da bestimmt irgendwo ein Topf, oder? Zum Einpflanzen. Ja, nein, vielleicht. Äftel. Nee, sieht nicht so aus. Na, dann lass sie mal los. So. Die rennt automatisch einfach wieder dahin. Wie gemein. Oh, jetzt brauchen wir nur noch eine Spinne. Ach, da ist der Topf zum Einpflanzen. Ätzert haben wir's. Alles klar. Eieiei, beinahe nicht gefunden. Weg da, heiß und fettig. Hat vorhin nicht aufgeleuchtet. Weil nicht verfügbar. Jetzt hat, weg mit dir, komm. Kein Mensch will dich mehr haben. So, nächster Raum. Da müsste ja hier eigentlich die Spinne sein. Was geht da so? Ah. Okay, keine Ahnung. Nichts verstehen, was machen Sachen. Falsch. Genau, Rand ablaufen. Regel Nummer 1. Zack. Habt ihr gesehen, wie viel das gibt? Schon wichtig, da lang zu laufen. Kann den Unterschied am Ende ausmachen. Da brauchen wir einen Goblin. Bleib doch da stehen. So, bitteschön. Okay. Ding dong! Bitte einen Schokokaber für mich. So, da hat das hat auch was ausgespuckt. Ganz weit weg. Bösen Zauber kann ich nicht machen. Ding, 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 ding. Das ist mir ehrlich gesagt übelstes Rätsel, was der da von mir will. Wenn ich ehrlich bin. Ah, jetzt hat er es gemacht. So, jetzt kommt die Spinne. Ah, und die brauche ich jetzt. Genau, denn die sorgt dafür, dass wir weiterkommen. Was ist hier? Trankstern.
Gib mir deinen Inhalt! Ein Rollstuhl? Okay. Gut, ist ja ganz praktisch für die Krankenstation, aber... Mal alle umrollen. Ja, mächtiger Rollstuhl. Voll getuned. So, bitteschön. Bravo! Leider kein wahrer Zauberer. Aber egal. Ist nicht so schlimm.